Damit kannst du dir was von Frau Sissi kaufen, die hat da drüben ihre Stände. Achso. Herr Darko, haben Sie schon gesehen, was der Herr Ramon und ich Neues auf Lager haben? Da haben Sie mal den Rucksack? Ja, den verbesserten Rucksack. Ach, Sie haben sich schon eingestellt? Ja. Ja, warum auch nicht? Ich habe jetzt zwei. Ich habe in den einen meinen Espen und in den anderen meinen Krimskrams. Ja, so mache ich das genauso. Da hat man schön viel Platz. Ja, was heißt schön viel Platz? Ich habe den nicht... ich habe trotzdem noch zu wenig. Herr Ben, bitte mitkommen. Oh, Gottes Willen. Das wird dem Fräulein nicht gefallen. Auch wieso? Hier ist es doch schon so häufig passiert. Ja, aber jedes Mal sind die Bäume angeknackst und irgendwann gehen die ein. Sonst haben die keine Früchte mehr. Tja, ich kann hier von denen noch genug geben. Von denen, da war so ein Idiot, der wollte für Diamant-Sachen nur ein paar... Achso, hier haben sie. Kleben ist einfach wieder mit Sekundenkleber fest. Oh. Und sie müssen schon. Oh, und hier kommt wieder Bruchstein. Wo kommt diese Treppe jetzt eigentlich her? Echt jetzt? Da nimmt man doch schon eher Holz. Ja. Ja, zum Beispiel. Was hält? Moment. Kriege ich auch was? Nö. Ja, geil. Wenigstens hat sich was wenig. Also das war mindestens das ja. Nachdem ich mit ihr geredet hatte, hat es teurer gemacht. Zum Glück habe ich noch solche Baumstämme auf Lager. Ich werde da mal in Hullen gehen. Ja. Könnten Sie den Shop mit den Schleimblöcken eröffnen? Würde ich, aber da sind noch nicht so viele drin. Wie viele? Ich glaube 16 Stück sind da gerade mal drin. 16 oder 60? 16. Die sind schwer zu beschaffen. Das war. Ausmachen vom Schiff. Was würden mich denn die 16 kosten? Uff. Ich möchte die ungern verkaufen. Erst wenn ich wirklich noch mehr habe. Das heißt, ich muss von fliegender Insel zu fliegender Insel fliegen und die Bäume abernten. Erstens, Achtung, Creeper. Bumste, bumste. Zweitens, haben Sie da nicht Bäume stehen? Gehabt. Ja, die haben aber nicht diese blauen Blöcke gehabt. Die hatten nur lilane und grüne. Ich brauche irgendwelche Blöcke davon. Ach, irgendwelche? Ja, dann kann ich mich gleich darum kümmern. Was für Holz brauchen Sie denn? Ah ja, Herr Eick, Ihr Holzautomat mit dem Eichenholz hat eine Münze von mir verschluckt, ohne mir Eichenholz aufzugeben, weil da keins mehr drin ist. Dann nimmt er aber kein Geld an. Dann habe ich, doch, der nimmt ja, Geld an. Das tut jeder Automat. Nee, wenn nichts drinne ist, dann nimmt er kein Geld an. Dann, habe ich einfach... Doch, dann macht er für gar nichts halt, Eick. Och, ernsthaft. Ist es 16 Coin? Ja, aber guck mal, warte mal, Ola, Eick, ich zeig's dir jetzt. Da drin ist mein Geld, aber ich habe nichts bekommen. Dann ist der kaputt. Das ist bei jedem der Fall. Bei egal welchem. Ich habe zwei Münzen reingetan. Ja, okay, der gehört mir, da kann ich das jetzt nicht testen.
Testen Sie es bei mir. Eine Münze hatten Sie gesagt, Herr Ben. Genau. Ich kümmere mich gleich um Sie, Herr Luca. Okay, dann müssen die Automaten kaputt sein. Nee, das ist immer so. Du musst halt deinen Automaten dann schließen, wenn er fertig ist. Ja, toll. Ich kann nicht alle 20 Minuten zu meinen Automaten rennen. Aber es ist auch einfach deren Schuld, wenn man Dauer draufhaut und nicht mal schaut, ob da noch was drin ist. Aber bei dem Fräulein, wenn dort kein Essen mehr drin ist, nimmt der auf jeden Fall kein Geld. Das habe ich schon gemacht, als ich den Sandwich-Shop mal leer gekauft habe. Ich habe einfach bloß... Der nimmt ein Geld. Ich habe einfach bloß... gemacht. Dann hatten sie kein Geld mehr. Der nimmt auf jeden Fall Geld, wenn er leer ist. Damit wette ich. Ich hatte mehr als genug Geld, aber teste mich das jetzt nicht. Ich verschenke nicht mein Geld. Wegen Holz. Haben Sie überhaupt noch was? Ich hab noch was, ja. Ich kümmere mich erstmal um den Herrn Luca. Ja, machen Sie das. Holztreppen brauchen Sie. Ich dachte, er ist Schreiner. Na, er baut doch bestimmt gerade sein Haus, wenn ich das richtig sehe. Schreiben Sie mir mal in Ihr Buch. Schreiben Sie mir mal in Ihr Buch rein, was Sie jetzt alles genau brauchen. Und da kümmere ich mich erstmal um den Herrn Ben. Herrn Ben. Ich. Erst. Also. Und ich auch. Ich war vor Ben nieder. Echt? Okay, dann du. Ich stand da gerade 3 Stunden okay, am Haus. Na egal, Darko, mach du erst. Hat's was mit Holz zu tun? Schleim. Was? Ach ja, stimmt, der wollte Schleim. Schleim. Ich wollte die Schleimbälle. Ach so, ja, genau. Holzdinger, davon habe ich. Wie viel? Am besten in Blöcke umgewandelt. Wie viel? 20 Stück. 20 Blöcke. Dann muss ich noch einen holen gehen. Da muss ich ganz kurz gucken. Das waren 16 für 3 Iron Coins. Nee, normale Schleimblöcke. Oh, Entschuldigung. Das nehme ich auch, danke. Normale Schleimblöcke. Ich glaube, er meinte Schleimpumpen 4x4. Ja. Eben nicht, die hat er mir gegeben. Ach so. Die normalen, 3x3. Ganz normal. Gut, dann bin ich gleich wieder da. Für was brauchen Sie eigentlich die Blöcke? Um eine große Pistenbestellung zu machen. Okay, trotzdem 3 Iron Coins. Nur? Oh Gott. Sind dann doch recht billig. Ja. So, okay. Genau, ich hatte nur kurze Frage. Ach, danke. Mal. Nämlich, wie viele Holz von diesem Holz brauchen Sie eigentlich ungefähr, um das Haus zu bauen? Wie viele Stacks? Ich kümmere mich gleich um Sie. Okay. Eichenholz, ja. Stämme, Bretter, Treppen, Stufen. Das muss ich wissen. Und dann wie viel? Gut, das dauert nochmal. Aber Sie können ja gleich einfach mal in die Kiste schauen. Dort liegt schon einiges drin. Wenn es schon reicht, dann können Sie das sagen. Haben Sie irgendeine Art vor, also schon so vorm geistigen Auge ein Bild, wie es ungefähr aussehen soll? Ich weiß, also ich habe noch kein richtiges Bild, weil ich so nicht so ein Architekt in Sachen kann. Also ich kann mir nicht so richtig Häuser bauen, deshalb. Okay, dann machen wir das so. Ich arbeite mit dem, was Sie jetzt schon da haben. Okay. Und wenn ich noch was nachholen muss, dann berechne ich das einfach mit auf die Zeit drauf und gut. Okay, dann machen wir es so. Gut, und ich hole kurz Ihre Bestellung.
muss ich ganz kurz gucken. Einmal das Buch, einmal die Stämme, das macht dann 4 Iron Coins. Ja, alles klar. Schönen Tag noch.